Hallo, in diesem kleinen Videoblog möchte ich dir weitergeben, wie man ohne großes Technik-Know-how und mit einfachen Mitteln selber Videoblogs erstellen kann. Video, davor schrecken ja viele Leute zurück, weil es vielleicht irgendwie kompliziert klingt oder ähnliches, ist alles gar nicht wahr. Videos erstellen ist ganz einfach, es reicht ein Laptop mit einer USB-Kamera und es kann trotzdem interessant und gut werden und als Campaigning-Tool funktionieren, wenn nur die Inhalte interessant genug sind. Blogging ist ja grundsätzlich ein super Campaigning-Tool, um Communities aufzubauen, und Videos sind grundsätzlich durch die Bank weg immer sehr viel interessanter und auch persönlicher als Text das ist. Die wichtigste Frage, ich habe es gesagt, ist, warum soll jemand sich dieses Video anschauen? So wie du jetzt dieses Video von mir anschaust. Der erste Grund ist meistens derjenige, auf dem Video ist dem anderen bekannt, so wie du mich möglicherweise auch kennst. Und dieser Vorschuss reicht für genau ein Video. Wenn das Video dann grottenschlecht ist oder keinen Mehrwert hat für denjenigen auf der anderen Seite, dann war es das und das zweite Video wird nicht mehr angeschaut. Das heißt, neben der persönlichen Bekanntschaft ist es wichtig, dass dein Video auch dem anderen, der ihn ansieht, etwas bringt. Sei es Neuigkeiten, sei es Entertainment, sei es, dass es Know-how vermittelt, so wie dieses Video hoffentlich, oder andere gute Inhalte, die tatsächlich für die Person auf der anderen Seite des Bildschirms für dich interessant sind. Was brauchst du? Du brauchst eine USB-Kamera, du brauchst ein vernünftiges Mikro. In guten Kameras ist das auch eingebaut. Und du brauchst eine Software zum Aufzeichnen. Ich verwende zum Beispiel Debut Video Capture Software. Einfach googeln, das ist leicht zu finden, es ist Freeware und funktioniert ganz gut. Und außerdem brauchst du eine Möglichkeit zum Schneiden, aber das kann auch noch auf YouTube selber geschehen, denn YouTube, wo eigentlich jeder heute sein Video hochlädt, ist mit einem Editor ausgestattet und ist wirklich selbsterklärend. Ja, und als letztes solltet ihr einen guten Friseur haben. Ich habe hier ein paar Tricks und Tipps zusammengestellt. Tipp und Trick Nummer 1 ist, mach dir eine Stichwortliste, so wie ich. Deswegen schaue ich hier immer so runter. Wenn man sie relativ nah an die Kamera packt, geht das also auch so, dass man es nicht so sehr merkt. Und mach ein paar Testläufe. Das hier ist zum Beispiel Version 4. Weil man auch ein bisschen Übung braucht, um vor einer Kamera zu reden. Das ist vielleicht das schwieriger noch als die ganze Technik. Aber letztendlich macht es auch Spaß. Dritter Tipp, sag nicht ihr oder euch. Das ist wirklich ein Grundfehler, den viele Leute machen, wenn sie plötzlich vor einer Kamera stehen. Dann denken sie, die ganze Welt schaut mir zu. Das stimmt aber nicht. Eine Person auf der anderen Seite schaut zu. Und diese persönliche Situation, dass da wirklich nur eine Person ist, ist ein Riesenvorteil, gerade für das Campaigning. Wieso verschenken wir diese Persönlichkeit wieder, dieses fast Intime schon, indem wir plötzlich wieder diesen Abstand machen, ihr oder euch? Tipp Nummer 4, wir reden hier von einem visuellen Medium, das heißt, es hat tatsächlich eine Auswirkung, ob etwas visuell ansprechend ist. Dazu zählt auch der Hintergrund. Hier bei mir sieht es ziemlich unaufgeräumt aus, das kann ich aber ganz leicht ändern. Zum Beispiel so. Ja, da habe ich jetzt, also es könnte ein Tuch sein, es könnte eine einfarbige Wand sein, es könnten ein paar Blumen sein. Etwas, was nicht so negativ sich darstellt, sondern etwas, das ein bisschen entweder gar nicht ablenkt oder adrett ist. Ja, und der letzte Tipp, verschieß nicht dein ganzes Pulver in einem Video. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht en Detail erklärt, wie man mit der Video Capture Software arbeitet. Da gibt es noch einiges zu sagen, das kommt im nächsten Blog, denn ich möchte ja, dass du auch das nächste Video anschaust. Aber einen letzten Tipp habe ich noch, verschick dein Video am besten zuerst über E-Mail. Warum? E-Mail ist die persönlichste Form der Anrede, immer noch, so wie ein Brief. Während die Social Networks doch eher so ein bisschen der Kneipe oder dem Marktplatz oder dem Geplapper auf der Straße entsprechen, entspricht der Brief und die E-Mail einer persönlichen Anrede und sie ist einen Klick näher, weil sie passiv direkt zu jemandem auf den Desktop, den Schreibtisch, ja, den elektronischen kommt,
Zumindest, also bei mir ist das so. Während die Social Networks von mir eine Aktion verlangen. Ich muss da erstmal draufgehen, mich einloggen, anklicken, gucken, was ich lesen will. Die E-Mail kommt viel persönlicher. Und ich denke, auch das ist ein großer Vorteil, auch wenn viele Leute denken, E-Mail ist oldschool. So, das waren meine Tipps. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du schaust dir das nächste Video an. Da werde ich mich mit der Technik beschäftigen vom Aufzeichnen, worauf man so technisch noch achten muss. Und ja, vielleicht sehe ich dann in Kürze auch mal einen kleinen Videoblog von dir. Vielen Dank. Ciao.